Hallo meine Lieben, womit ich mich heute so ein bisschen beschäftigt habe, ist die Frage, wie viele von uns fragen noch nach dem Wie anstatt nach dem Wann? Ich kann euch ein gutes Beispiel geben. Ich habe mein Büro heute aufgeräumt und da habe ich nicht nach dem Wie gefragt, sondern nach dem Wann. Also ich war irgendwie komplett sicher, dass ich irgendwann mein Büro aufräumen werde. Ich habe noch keine Ahnung gehabt, wie ich mich dazu überwinden kann. So, das ist was, was heute auch in einer Session so hochkam und das würde ich gerne mit euch teilen. So, wie viele von euch fragen nach dem Wie, wie etwas gehen kann, egal ob ihr nach Geld fragt oder nach Beziehung oder nach was auch immer. Wie geht das, fragt ihr euch. Und dann seid ihr in eurem Verstand und euer Verstand versucht euch die Lösungen zu präsentieren, die der Verstand kennt. Basierend auf dem, womit ihr ihn jemals gefüttert habt. Das heißt, die Antworten können immer nur das Altbekannte sein. Aber was ist sonst noch möglich? Ja? So konkret war es heute in der Session und wir haben ganz viel damit gespielt. Was bedeutet es, nach dem Wie zu fragen? Was bedeutet es, nach dem Wann zu fragen? So, wenn wir nach dem Wie fragen, wie gesagt, dann sind wir in unserem Verstand und versuchen auszuklamüsern, wie das gehen könnte. Wenn wir aber nach dem Wann fragen, ist es die Energie von, ich weiß, dass es geschehen wird, ganz sicher. Die Frage ist nur, wann? Universum, zeig mir, wie das schnell gehen kann. Universum, wann ist der richtige Zeitpunkt? So war das heute mit meinem Büro aufräumen. Plötzlich war es da, heute geht's, heute ist super. Ein anderes Beispiel für euch. Eine Klientin hat mich diese Woche angeschrieben, weil sie einen Umschlag mit 500 Euro vermisst hat, der einfach nicht mehr aufgetaucht ist. Und sie hat mich gefragt, was kann ich denn machen, damit der wieder auftaucht? Und in meinem Kopf war so keinerlei Möglichkeit von, wie das sein könnte. Die hat den Umschlag jemandem gegeben, der ihn verloren hat oder nicht mehr findet oder was auch immer. Und also habe ich gefragt, Umschlag, zeig dich bitte. Was braucht es, dass du dich schnell zeigst? In meinem Universum war kein Zweifel, dass es sich zeigen wird. Und ich habe nicht nach dem Wie gefragt, sondern nur nach dem, was braucht es, dass es sich schnell zeigt? Also nach dem Wann. So 1,5 Stunden später hat sie mir geschrieben, ich fasse es nicht, der Umschlag ist aufgetaucht. Nach 5 Monaten, wo wir verzweifelt danach gesucht haben. Und da war er plötzlich. So. Was braucht es für euch, nicht mehr nach dem Wie zu fragen, sondern nach dem Wann, in dem Bewusstsein, dass alles da ist, wonach ihr fragt, dass das Universum euch den Rücken stärkt und ihr Vertrauen haben könnt. So spielt es ein wenig damit die nächste Zeit, immer wenn ihr euch dabei ertappt, dass ihr versucht, die Lösung zu finden, wie ihr etwas macht. Fragt, Universum, was braucht es, dass das passiert? So, habt Spaß damit.